präsentiere übrigens den König des Tierreichs. Aha. Ganz aktiv schon im frühen Morgen. Die stehen jetzt gerade noch hier drin, weil die natürlich nachts bei dem Wetter, bei dem Frost noch nicht draußen bleiben können. Hier ist die andere, die ist deutlich größer. Aber das hier meine, das ist der König, König Floyd. So, Raubtiere sitzen draußen. Die haben mittlerweile ein recht großes Gehege, würde ich sagen. Sieht wirklich aus wie ein Raubtierkäfig. Aber hier seht ihr auch mal den größentechnischen Unterschied. Na, schon heftig, die sind genau gleich alt. So aus dem gleichen Wurf sozusagen. Abfahrt, genießt das Wetter. Ich gehe weiterarbeiten. Moin! Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Hey, komm! Eigentlich war dieser Vlog schon vorbei, aber da so wenig passiert ist, habe ich mir gedacht, ich fange einfach neu an. Mit Schildkröten. So super, oder? Kurze Zusammenfassung der letzten Wochen, was ich euch gezeigt habe. Ich war unter anderem in Düsseldorf, habe mit zwei Kollegen einen Tag lang Akquise gemacht. Das heißt, ich bin da morgens hingedüst, 3,5 Stunden, habe dann ungefähr 6 Stunden mit denen zusammengesessen und bin dann wieder abgehauen, so wie sie das halt gehört. Bin dann auch ungefähr 3,5 Stunden zurückgefahren. Das heißt, es war ein sehr anstrengender Tag, aber hat sich gelohnt, war auch gut, war eine gute Erfahrung, auch den neuen Kollegen eingearbeitet, den wir jetzt in Köln dazu bekommen haben. Ja, dazu habe ich danach eine Schulung gehabt für LinkedIn als Markenbotschafter von Kone. Herzlich willkommen, mein Unternehmen hier, beziehungsweise mein Arbeitgeber, den ich auch sehr, 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 sehr gerne persönlich mag. Und wo ich mich ja sehr mit verbunden fühle, allein durch Finnland, wo der Konzern ja herkommt. Ja, und danach war nicht mehr so viel. Aber jetzt habe ich ein Thema fürs Video und dementsprechend habe ich es heute neu gestartet. Bevor wir zu dem Thema kommen, ich habe hier endlich was zu essen liegen. Ich frühstück ja normalerweise nicht. Ich muss auch wieder damit anfangen, weil ich keine Energie mehr habe morgens. Und das, was jetzt vor mir liegt, da freue ich mich richtig drüber. Leute, ein schöner Hähnchendöner, ein Mega-Döner mit extra viel Fleisch. Oh, vamos, ich freue mich drauf. Der Döner ist längst aufgegessen, aber jetzt kann ich euch zumindest mal enthüllen, was denn das Thema ist. Ich habe vergessen. So, Thema ist relativ easy und zwar habe ich das, glaube ich, auch schon im letzten Vlog angesprochen. Das Thema Umzug, denn ich werde Ende des Jahres, beziehungsweise Mitte, Ende des Jahres aller Wahrscheinlichkeit nach umziehen. Das heißt, ich werde unter anderem ein vernünftiges Setup haben, denn eins der großen Probleme in unserer aktuellen Wohnung und auch was YouTube deutlich schwieriger macht, ist, dass ich halt kein Setup habe. Ich habe einen Wohnzimmertisch. Ich kann euch das nachher nochmal veranschaulichen. Und das ist halt ein ganz großes Problem bei mir aktuell. Und dementsprechend haben wir, also das ist nicht der Grund, dass wir umziehen wollen. Auch dazu gleich nochmal mehr, nachdem wir euch die Setup-Situation gezeigt haben. Aber das ist natürlich auch für YouTube sehr, sehr gut und vor allem für den Gaming-Content, für Livestreams und so weiter und so fort. Dazu wird es aber dem nächsten Video geben, und zwar ein allgemeines Infovideo, wie ich denn plane, weiter YouTube zu machen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil normalerweise, wenn man sagt, ich habe einen Plan, wie ich das zukünftig umsetzen möchte, wird das nicht funktionieren. Aber in diesem Fall bin ich mir relativ sicher, dass ich das gut umsetzen können werde und dass das auch ein relativ definierter Plan sein wird, der genauso umgesetzt wird. Aber, wie gesagt, dazu in einem anderen Video mehr. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Oder bleibt Abonnent, damit wir nicht noch mehr verlieren hier, bevor es wieder richtig losgeht und ihr den besten Content aller Zeiten bekommt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich an meinem Wohnzimmertisch. So mehr oder weniger. So, das ist hier nämlich die Situation. Hier sitze ich, hier ist das Mikrofon. Ja, und hier stehen dann meistens, ne, wie ihr seht, Laptop, Bildschirm ist normalerweise anders gedreht. Hier ist Kabelsalat. Das ist alles nicht so geil. Und wenn man auch bedenkt, wie tief das ist, dann ja, zum Zocken und Aufnehmen nicht unbedingt bequem. Ich sitze halt super tief, ich habe keinen Stuhl, ich habe keine Rückenlehne oder irgendwas. Ich müsste mich ganz nach hinten lehnen, aber dann würde ich hier wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängen. Das ist für euch nicht geil, das ist für mich nicht geil und angenehm. Und dementsprechend wäre so ein Büro schon sehr, sehr gut. Und in unserer Wohnung, wir haben aktuell 2 Zimmer, Flur, Bad, Küche und Abstellkammer, ist das nicht unbedingt möglich. Also es wäre möglich, aber wir haben uns einfach dagegen entschieden bisher. Und in der neuen Wohnung ist das unter anderem ein Faktor oder soll auf jeden Fall ein Faktor werden. Und ich würde sagen, ich erzähle euch später mal oder jetzt im nächsten Take, was alles in dieser Wohnung drin sein soll oder wonach wir jetzt explizit gesucht haben. Weil das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Vielleicht sind einige von euch jetzt auch in dem Alter, wo ihr umziehen möchtet, wo das relevant wird. Was sucht man für Wohnungen? Was ist einem wichtig? Und da ich jetzt ja nun mal schon die erste eigene Wohnung oder die zweite so gesehen, weil in England habe ich auch alleine gewohnt, hinter mir habe, kann ich natürlich ein bisschen mehr dazu sagen als jemand, der jetzt gerade das erste Mal auszieht. Oder die Eltern zum Beispiel, die vor Ewigkeiten vielleicht das letzte Mal umgezogen sind. Das ist ja immer so ein bisschen der Faktor. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Von daher sehen wir uns gleich und dann gibt es mal hier Wohnungstalk.
Agatha hat gezaubert. Mit Agatha meine ich mich. Guck doch, diese Bowler. Ihr wartet darauf, dass ich den angekündigten nächsten Cut mache, wa? Kommt jetzt. Hier ist der Take. Übelst spät, aber es ist genug Zeit noch, beziehungsweise noch früh genug, um euch mal zu sagen, was gemeint war oder was ich so ansprechen möchte oder was sich in erster Linie verändern wird und warum es sich verändern wird. Es ist so, dass wir aktuell relativ im Zentrum von Hildesheim wohnen, beziehungsweise sagen wir mal einfach im städtischen Gebiet von Hildesheim, wenn man das so nennen will. Ich wohne jetzt nicht in der Innenstadt, aber im städtischen Gebiet. Und sowohl ich als auch meine Freundin sind beides Landeier. Keine Landeier, aber auf dem Land geboren. Und wir wollen beide wieder eher aufs Dorf. Das ist ein ganz großer Aspekt, schlicht und ergreifend, weil es im städtischen Bereich halt immer schwierig ist, mal irgendwie rauszukommen, mal ins Grün zu gehen und so weiter und so fort. Und Hildesheim ist zwar im gewissen Bereichen eine relativ grüne Stadt, rund um den Hohensensee zum Beispiel. Die Hildesheimer werden wissen, wovon ich rede. Aber ansonsten nicht so hundertprozentig. So, und dementsprechend ist für uns klar, gut, wir wollen raus aus dem Zentrum, wollen raus aus der Stadt, wie auch immer man das nennen möchte, und wollen zurück aufs Dorf. Erstmal prinzipiell der richtige Weg, finde ich, oder für mich der richtige Weg, auch wenn viele Menschen Stadtmenschen sind. Ich bin es definitiv nicht und ich habe das in den fast 3 Jahren, die ich jetzt hier wohne, eindrucksvoll feststellen können. Also hier gibt es mehrere Faktoren, die mich nerven und die ich einfach nicht mehr in meinem Leben brauche oder wo ich das Risiko auch gar nicht eingehen möchte. Und in einem Mehrfamilienhaus mit zig Parteien oder mit mehr Parteien als 10 insgesamt, ist das schon relativ schwierig, auf Dauer zumindest, finde ich. Ja, einfach durch Lautstärke und was irgendwie damit zu tun hat. Jetzt ist die aktuelle Situation so, wir haben 2 Zimmer. Ja, machen wir hier mal Folgendes. So. Wir haben aktuell 2 Zimmer und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Quadratmeter. Irgendwas zwischen 55 und 70. Ich kann es euch nicht genau sagen, ich weiß es wirklich nicht. Also ich war irgendwann mal der Meinung, das wären 70, aber irgendwie können das gar keine 70 sein, andererseits auch wieder schon, ich weiß es nicht. Ja, also wir haben insgesamt jetzt 2 Zimmer hier, eine eigene Küche, also keine Wohnküche, sondern eine Küche als eigenen Raum, eine Abstellkammer und ein Badezimmer. So, und das ist auf Dauer auch einfach zu klein aus einem ganz einfachen Grund und den seht ihr ja täglich bei mir auf dem Kanal, das ist mein Job. Ich bin im Homeoffice, ich bin im Außendienst tätig und mein Büro ist, wie ihr gegebenenfalls wisst, bei meinen Eltern eingerichtet. Schlicht und ergreifend zum einen, weil mein Vater beim gleichen Unternehmen arbeitet, was natürlich sehr praktisch ist, weil es da einen kurzen Weg gibt, der ist auch im Vertrieb tätig. Das heißt, weil wir die gleiche Region betreuen, zwar in anderen Aufgaben, aber trotzdem die gleiche Region, das ist ganz praktisch. Aber zum anderen einfach, weil ich hier keinen Platz habe und da eben schon. Ja, deswegen ist da mein Büro aktuell eingerichtet. Das ist aber keine Dauerlösung, weil so gesehen fahre ich trotzdem jeden Tag zur Arbeit. Ja, also sozusagen ist das Zuhause meiner Eltern, also mein ursprüngliches Zuhause mal, gar nicht mehr nur meine Eltern besuchen, sondern immer auch gleichzeitig meine Arbeitsstätte. Auch wenn ich das ganz gut trennen kann, so gedanklich, aber es ist schon ein Faktor. Ne? Und das möchte ich halt einfach auch weghaben. Dementsprechend wichtig, dass man eine größere Wohnung bekommt und wie gesagt dazu halt dieses Städtische aus der Stadt raus. Zurück aufs Dorf. So, das sind erstmal die Gründe für Umzug. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Und im nächsten Take, beziehungsweise im nächsten Part oder in diesem Video noch, vielleicht nicht direkt im nächsten Take, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, werde ich euch nochmal erzählen, was es denn werden soll oder worauf wir uns ja so festgelegt haben, was wir suchen möchten, zu wann und so weiter und so fort. Wenn nochmal jemand was über Iličić wissen möchte, das zeigt, glaube ich, ganz gut, was die Gegner von Team of the Season Josip Iličić halten. Super. Er hier war heute Morgen schon in Gifhorn. Und du? Nicht? Schlecht. Ja, Thema und nun. Ne? Was suchen wir denn für eine Wohnung? Was soll es denn als nächstes werden? Das ist relativ einfach, ist relativ simpel. Und zwar, ich bin ja nun mal darauf angewiesen, dass ich zumindest mal ein Büro habe. Ansonsten ändert sich ja nichts an der Situation, wenn wir jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung kriegen mit einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer, dann habe ich ja im Endeffekt nichts gewonnen. Dementsprechend 3 Zimmer sind so die Zielvoraussetzung. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. 3 Zimmer sind die Zielvoraussetzung. Dazu sollte die Wohnung selbstverständlich neuer sein. Insbesondere sollte es ein neueres Bad sein, in dem im Optimalfall auch eine Badewanne drin ist. Badewanne und Dusche wären natürlich absoluter Luxus. Ich bin da relativ flexibel, was sowas wie Ausstattung angeht. Also eine Fußbodenheizung ist keine Pflicht, wäre aber natürlich schön. Also Komfort ist immer so ein bisschen eine Frage. Aber ich bin ein großer Fan von Komfort, also auch von einer Fußbodenheizung. Und im Optimalfall sollte es nicht in einem absoluten Mehrfamilienhaus liegen. Also ich brauche jetzt keine 24 verschiedenen Nachbarn, sondern es wäre halt schon schön, wenn das in irgendeiner Form
eine relativ kleine Nachbarschaft, zumindest im gleichen Haus ist. Man muss dazu sagen, auf dem Dorf stehen ja sowieso in den meisten Fällen nicht so riesige Mehrfamilienhäuser. Das heißt, ein kleineres Mehrfamilienhaus wäre da das Ziel. Ich brauche nicht unbedingt eine Erdgeschosswohnung. Ich bin mehr so gerne eingekesselt, auch wenn sie das blöd anhört, zwischen Obergeschoss, weil ich mag keine Schrägen, und Untergeschoss, weil ich mag kein Erdgeschoss und keine Terrasse. Also erstes OG in dem Fall dann, zum Beispiel mit Balkon. Das ist so das, wofür ich mich interessiere. Ich würde auch eine Erdgeschosswohnung mit Terrasse nehmen im Zweifel, aber ich bin da ja ein bisschen vorsichtig, was das Thema angeht. Und was ganz wichtig ist, auch wenn ich natürlich dörflich und ländlich suche, sollte nicht zu weit weg sein von Hildesheim. Das sind so die Suchkriterien, damit ihr mal wisst, was in den nächsten Wochen, wenn ich mal irgendwas zeige, was da so interessant sein könnte, beziehungsweise was ich da so interessant finde. Grundsätzlich muss natürlich gesagt sein, dass ich in einer relativ luxuriösen Situation bin, dass ich mir sowas mehr oder weniger aussuchen kann. Aber gut, dafür arbeite ich ja auch täglich hart. Von daher ist das zumindest nicht unrealistisch. Ob das jetzt am Ende alles wirklich realisiert wird, ist die andere Frage, weil hier in Hildesheim gibt es nicht so viele Neubauprojekte, die in irgendeiner Form passen. Und bei Bestandswohnungen ist immer so ein bisschen schwierig. Im Optimalfall, das ist nämlich mein Wunsch, das habe ich gar nicht gesagt vorher, die Wohnung sollte nicht so alt sein. Es muss ja kein Altbau sein. Ich mag Altbau auch allgemein nicht. Und da würde das auch schwer werden mit sowas wie Modernisierung und Fußbodenheizung ohne hohen Preis oder horrende Preise. Zumal das nicht auf dem Land passiert in den meisten Fällen. Altbau gibt es ja mehr in der Stadt. Für mich wäre es schön, ich habe mir immer gewünscht, im Neubau zu leben. Schon seit ich, was weiß ich, wie alt bin, keine Ahnung. Das hat so einen gewissen Charme für mich, zumal man dann der Erste ist, der jemals in der Wohnung wohnt. Ob das klappt, müssen wir mal schauen, aber das sind so die Vorgaben. Einige von euch werden sich bestimmt auch bei der Thematik jetzt die ganze Zeit gedacht haben, du, also warum will man denn eigentlich auf dem Dorf leben? So, ich kann mir gut vorstellen, dass ich unter meinen Zuschauern hier oder unter den Abonnenten auch viele Stadtmenschen habe oder Menschen, die sehr gerne in der Stadt leben oder da leben möchten. Sowas wie Berlin, vielleicht Hamburg, München, und die gar nicht so auf dem Dorf oder das Gefühl des Dorflebens entweder wertschätzen oder kennen. Was ja völlig in Ordnung ist und völlig legitim ist, ja, wenn man auf einem Dorf vielleicht auch groß geworden ist und einfach keinen Nerv mehr darauf hat. Aber ich zeige euch jetzt mal, warum ich das Dorf oder die Vorstellung auf dem Dorf so lebe, so liebe. Beziehungsweise, was für mich so mit einer der größten Vorzüge vom Dorfleben ist oder vom Dorf an sich. Ich glaube, dann werdet ihr zumindest zum Teil verstehen können, warum ich so empfinde. Halt. Also der eine oder andere mag jetzt vielleicht sagen, ey, das war doch jetzt kein Dorf. Nee, nicht so richtig. Es war mehr oder weniger Vorstadt, aber es ist ziemlich dörflich schon und es zeigt auf jeden Fall ganz gut das, was ich meinte. Und ich hätte auch hier mein Dorf zeigen können. Da hätte ich noch ein paar mehr Sachen auch zeigen können. Ich hatte jetzt leider nur keinen Akku mehr in meiner Drohne. Aber ich glaube, trotzdem konnte ich ganz gut veranschaulichen, was ich meine. Nämlich dieses Ländliche, einfach dieser, die Felder, diese Weite, diese, ja, Natur einfach. Im Endeffekt ist es Natur. Die hast du in der Stadt nicht. Klar, es gibt auch Städte, die einen grünen Innenstadtkern haben. Ja, Hannover hat zum Beispiel den Maschsee und die Eilenriede. Hildesheim hat auch den Ernst-Ehrlicher-Park. Also allgemein so die ja, da gibt es auch grün, sagen wir es mal so, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auf dem Dorf deutlich angenehmer, weil es auch ruhiger ist automatisch, gleichbedeutend. Ich werde nochmal eine zweite Aufnahme hier reinbasteln, und zwar hier von meinem Dorf. Ich glaube, dann ist es ganz gut verständlich und der direkte Vergleich vor allem zur Stadt. Aber ich möchte auf gar keinen Fall irgendjemandem die Stadt madig reden oder jetzt irgendjemanden fronten, der sich als Stadtmenschen sieht oder der Städte deutlich attraktiver findet als Dörfer. Völlig in Ordnung, aber ich glaube, das zeigt ganz gut, wie meine aktuelle Einstellung ist, beziehungsweise unsere, weil die von meiner Freundin logischerweise auch, sonst würden wir so nicht suchen. Und das ist die Zielsetzung. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Sobald ich irgendwelche neuen Erkenntnisse habe, beziehungsweise irgendwas, was mitteilungswürdig ist,
beziehungsweise irgendwelche Neuigkeiten gibt, werde ich es euch mitteilen, auf der Suche euch so ein bisschen mitnehmen und dann schauen wir mal, wo die Reise am Ende hinführt. Das soll es gewesen sein von diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung rein, schreibt mir rein, was ihr sehen wollt, worüber ich reden soll und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.